Und da sind wir auch schon wieder. Ist hier ein fliegender Wechsel? Ja, komm. Unglaublich. Was willst du denn? Ihr habt doch eh keine Chance mehr gegen mich. Oder liegt unter anderem auch an meinem Schild, aber... Schild ist cool. Und da geht's auf jeden Fall raus. Okay, aber... Hey, Victor! So, Problem ist jetzt halt... ja. Jetzt so viele Dinger, die irgendwie am liebsten eine Keule haben. Hey, Victor! Ja, aber nein. So. Also, ja. Hallo! Hey, Victor! Wunderbar. Jetzt können wir nämlich auch mal wieder ein bisschen aussaugen. Brauchen wir zwar an sich gerade nicht... Das schieben wir einfach mal nach da hinten. Was? Hey, Victor! Hallo? Hey, Victor! Gut, das hier kann ich nicht zerstören. Hallo. Ja, da habt ihr einmal den Sinn und Zweck der Fleischrüstung gesehen. Wir absorbieren dann halt... Leben. Aber... Ja. Das Blut von Zeitaltern ist so süß. Trinke aus uns. Im Gegensatz zur Verkleidung kann ich durch diesen Zauber vorübergehend die Form eines Sterblichen annehmen und mich so unerkannt unter den Menschen bewegen. Durch diesen Spruch erhält man den Anschein eines Adligen. Einige vertrauen sich eher einem Angehörigen höheren Standes an. Mhm. Und das werden wir dann auch gleich testen. So. Nachdem du gestorben bist. Warte mal gucken. Okay, nee, hier geht's nicht raus. Hätte ja sein können. So, jetzt will ich aber auch nochmal gucken, ob wir nicht noch andere Items haben, die wir hier mal... Eine Mischung aus Tod und Aussaugen soll das Schicksal über den Tod meiner Gegner bestimmen. Okay. Sind die ganzen Items?
Die haben wir noch gar nicht, ne? War das einfach mal? Das hier eigentlich? Ist ja an sich gerade nicht nötig. Trotzdem. Einfach weil ich es kann. Wave Victors! Wave Victors! Wir kommen dem Speicherpunkt immer näher. Gehen ihm bereits durch die Wand. Wer das jetzt beinahe? Das ist auch zwei. Perfekt. Doppeltes Aussaugen und Hallo. Nein! Wechsle ich kurz die Waffe. Da habe ich genug mit der Keule gekämpft. Nun kommt das altbewährte Flammenschwert. Hallo. Habe ich gesagt, du sollst erleben? Nein, habe ich nicht gesagt. So. Kann ich jetzt ja Ruhe. Sehr ruhig. Perfekt. Was will man mehr? Nichts. Ja, jetzt sind wir hier oben. Geist tot. Gerade mal überlegen. Das geht hier rüber. Das mächtige Willendorf hatte den Leib der Erde aufgeschlitzt und wertvolle Metalle und alte Geheimnisse gefunden. Eines dieser alten Geheimnisse besagte, dass in einem Grab ein Vorfahre von König Ottmar begraben sei. In diesem Grab würde ich eine Blutquelle finden, mit deren Hilfe ich einen äußerst mächtigen Verkleidungszauber als Adliger sprechen könnte. Damit wäre mir der Zugang in die Stadt des mächtigen Löwen sicher. Ja, das war das, was wir jetzt hier gerade hatten. Umgucken. Nichts. Können wir natürlich auch noch aussaugen. Oder daran, allerdings für uns nicht von Bedeutung, weil wir haben volles Leben. Mehr als nur das. Eine mega volle Fiole. Gibt's hier noch? Da ist noch ein Haus. Dann geht's entweder nach unten oder nach links. Wunderbar. Die hatten wir gerade ein bisschen verbraucht.
Brauchen eher wieder Magie. Aber noch geht's. Noch hält sich das Ganze in Grenzen. Und wieder das hier. Hier müssen wir nicht lang. Dass ich keiner wundere, dass man hier des Nachts lang marschiert. Also bis zum nächsten Speicherpunkt mache ich auf jeden Fall noch. Dann erstmal runter. Und danach werde ich auf jeden Fall auch den Part für heute beenden. Nach dem Speicherpunkt. Ist gar nichts. Hätte ich mir sparen können. Ich werde auf jeden Fall zwischendurch öfters mal halten, falls wir es nicht in eins durchschaffen. Wegen der Magie. Das wird ein bisschen problematisch werden. Ja. Auch nichts. Ich möchte so ungern, dass sie hier auf mich losstürmen. Geht fort von hier, mein Herr, sonst steht euch das gleiche Schicksal bevor. Der König verzehrt sich nach seiner Tochter. Jemand hat ihre Seele gestohlen. Sei gegrüßt, Fremder. Was kann ich heute für dich tun? Ich fehle. Hüte dich, Fremder! Letzte Nacht haben die Vampire wieder angegriffen! Letzte Nacht auch. Hier ist auch wieder der See. Oder ein anderer. Ein Vorrat Wasser. Jede Menge. Also Wassermangel haben die hier nicht. Sei gegrüßt, Fremder. Ah, okay. Was kann ich heute für dich tun? Dürfte sonst nichts weiter sein? Nein? Ja, schön. Nein, in die Festung. Höhle des Löwen. Ach, du grüne Neune, ich vergaß. Das Dorf hat viele Türen. Häuser. Ah, das Problem ist, wir kommen auch nicht einfach so durch das Tor. Wir müssen da nur Schalter betätigen, wenn ich mich recht entsinne. Das wird lustig. Weil ich auch keine Ahnung mehr habe, welche Schalter wo sind. Zeigen, wie man hinkommt. Die große Bibliothek von Willendorf, voller öder Bücher von Geschichtsschreibern, die von Dingen handeln, die wohl kaum jemanden außer die Schriftsteller selbst interessieren. Hier sieht es besonders aus. Aber, den sagt er nicht zu. Er kann nichts zu sagen. Ja, okay. Das gleiche Buch, aber ich habe da hinten ja was gesehen. Das Buch handelt von der Entstehung des Kreises.
Der Kreis diente den Säulen, die unserem Land Leben spendende Macht innehaben. In dem unwahrscheinlichen Fall des Ablebens eines der Mitglieder ist der Kreis vorübergehend unterbrochen, bis die Säulen einen würdigen Nachfolger finden. Ich habe noch ein interessantes Buch gefunden, das tief unter den anderen Bänden vergraben war. Es berichtet von einem kleinen Kult, der einst in Nosgoth existierte. Wo immer die Anhänger hingingen, entstanden Gerüchte von Besessenheit. Nur wenig ist über den Gott bekannt, den sie verehrten. So viel kann ich euch verraten. Auch das, was Kana gerade gesagt hat, wird wichtig. Wir sind rein theoretisch, ich sage nun nicht wem, so mies bin ich dann doch, wir sind rein theoretisch schon einem, na gut, begegnet noch nicht, na doch, doch begegnet. Begegnet kann man schon sagen. Huch, das geht doch. Warum ging das denn vorhin nicht? Egal. Aber das wird man alles tatsächlich später herausfinden. Problem ist leider fast alles im letzten Teil. Das wird also noch eine ganze Weile dauern. So, hier müsste ich jetzt, glaube ich, reinkommen. Und ja, hier stehen sie alle. Wollen anscheinend auch niemanden König lassen. Das ist ja eigentlich auch kein Wunder, dass ich hier mit dem Flammenschwert rumlaufe. Problem ist, ich brauche einen Speicherpunkt. Nein. Ich brauche echt einen Speicherpunkt. Das ist jetzt mies. Ich wollte den Part eigentlich nicht länger machen. Nötig. Kanonen anscheinend. Jetzt ist offen. Hier, jetzt will ich hinunter. Irgendwann müsste ich hier echt mal Magie finden. Das, habe ich ein Problem. Sonst werde ich entdeckt. Wäre jetzt nicht unbedingt in meinem Interesse. Oh Gott. So. Hier haben wir noch überall was, wo wir reingehen können. Zur Not muss ich mich halt gleich einfach in eine stille Ecke stellen und warten. Dahinter ist nur was, das ist uninteressant. Kann man natürlich jetzt hinterspringen, aber ich werde es jetzt nicht tun. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Perfekt! Aber nicht mit dem, was ich haben möchte. Das ist ganz schön kacke. Was? Nein. Nur Blutbeutelchen. Lebende. Lebende Blutbeutel. Dann er hier lang gegangen. Damit es. Das kann dauern.
Ich hatte gerade die Hoffnung, aber... Magie mögen die hier wohl nicht. Wahrscheinlich denken sie, ach ja, man hat ja jetzt wahrscheinlich schon fast alle Runen zusammen. Braucht man nicht mehr. Gott, wir stehen fast davor, entdeckt zu werden hier. Und hier sind's noch. Ja, gut, das wäre blöd, wenn wir das hier verpasst hätten. Wobei ich jetzt mal ganz kurz. Ich hier keiner mit. Ich mich jetzt kurz zurück als Vampir verwandle. So, und wir jetzt mal kurz das Ding hier aufführen lassen. Und wir sehen uns dann hier gleich kurz wieder. So, da bin ich jetzt wieder. Ich sehe hier gerade, dass die Dämmung anbricht. Juhu. Ich freue mich. Ich bin immer noch wach. Weiß gar nicht, ich glaube, aufgestanden bin ich um 2 Uhr. Also. Ja. Läuft. So, aber wir haben jetzt erstmal wieder magische Energie. Ich will da nicht rüberspringen. Ganzes Gasthaus voller. Ich komme hier nicht mal durch gerade. Müsste sie dafür töten. Nee, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ich will mich jetzt nicht in den Wolf verwandeln und darüber springen. Gut, ich könnte auch Gedankenkontrolle machen hier. Weiß, aber nein. Einfach nur nein. Habe ich gerade keinen Nerv drauf. Man weiß ja nicht, ob wir dann vielleicht nicht entdeckt werden. Dann wäre die ganze Chose eben umsonst gewesen. Na, 5 Minuten. Man ungefähr warten. Eigentlich sogar länger. Aber wir hatten ja Gott sei Dank noch ein bisschen Energie drin. Wer ging das? So, da ist das Haus. Ich wollte gerade fragen, wann kommen wir denn hier endlich zum Haus? Straßen sollten sie aber langsam mal ausbessern. Frauen, interessiert es dich, dass wir ihren Mann getötet haben? Oder Bruder, oder was auch immer? Gut. Salem ist am Jammern. Immer. Dann geht's jetzt hier rein. Ich kann, glaube ich, auch nur noch 2 Stunden aufnehmen. Wow. Warum denn das auf einmal? Jetzt ist es wieder aktiv. Hätte dann wohl irgendwas gedrückt. Ah, Quinz. Der Hofkönig Ottmars, Schatten meines früheren Lebens. Stolz und selbstsüchtig, umgeben von herrschaftlicher Pracht, in ihrer Ignoranz sicher.
Als ich unter ihnen weilte, musste ich lächeln beim Gedanken an das ihnen von den Legionen der Nemesis bevorstehende Gemetzel, die Flammen, das unvermeidliche Schänden und Plündern. Aus dem Weg, Bauer! Der Geruch des Feldes liegt wie eine Wolke über dir. Der König empfängt niemanden. Er trauert um die Prinzessin. Bald wird er um sein Königreich trauern. Erst wird er allerdings um dich trauern, wenn du mir nicht aus dem Weg gehst! Und so habe ich mir bei Ottmar Gehör verschafft. Die aus dem Norden einfallenden Armeen kümmerten ihn nicht. Er bewegte nur das Schicksal seiner Tochter. Ein Geburtstagsgeschenk. Anlässlich ihres Geburtstags rief ich einen Wettbewerb aus. Derjenige, der die schönste Puppe des ganzen Reiches schuf, sollte von mir einen Gefallen erbitten können. Hunderte von Puppen wurden gebracht, aber der Gewinner war leicht zu bestimmen. Elsevier, der Puppenmacher. Er schuf eine Puppe von außergewöhnlicher Schönheit. Das Einzige, was er dafür verlangte, war eine Locke der Prinzessin. Kurze Zeit später vollzog sich mit ihr eine seltsame Wandlung. Sie wurde zu einer leblosen Puppe. Wer der Prinzessin ihr altes Ich zurückgeben kann, soll mit meinem Königreich belohnt werden. Und so machte ich mich auf die Suche nach dem Puppenmacher. Ja, der Puppenmacher. Salem, nein. Meine Tochter, ich fürchte, ich werde nie wieder ihr glockenhelles Lachen hören. Ach, hör auf zu heulen. Ottmar saß gebeugt auf seinem Thron wie eine Marionette, sein Bart von Tränen des Selbstmitleids getränkt. An meinem Hof wäre er schon längst von einem mächtigeren Herrscher gestürzt worden. In Willendorf jedoch verehrte das Volk ihn sogar in seiner Schwäche. Ich frage mich, was Willendorf täte, würde Ottmar endlich sterben. Na, von Toten müssen wir jetzt hier nicht unbedingt reden, aber... Ja, das wird interessant. Am Hofe ging das Gerücht, die Armee der letzten Hoffnung, Willendorfs stolzes Militär, sei für einen Kampf gegen die einfallenden Legionen der Nemesis nicht bereit. Sie waren damit beschäftigt, den Norden des Landes auf der Suche nach dem Puppenmacher und Ottmars Tochter zu durchkämmen. Außerdem erfuhr ich von einem Tunnel, der mich schnell von Willendorf in das fragliche Gebiet führen würde. Ja, das ist der hier. Ich will eigentlich nur noch einen Speicherpunkt finden. Und dann endlich... Ah! Wo man davon redet. Und den Part beenden. So, und das werden wir jetzt hier auch tun. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und wir sehen uns dann hier beim nächsten Mal wieder. Ciao!